Und beginnen unsere heutige Sendung mit Leichtathletik. Österreichs Elite kämpfte gestern bei der Hallenmeisterschaft um die heimischen Titel. Speziell für Hürdenstar Beate Schrott und 1500-Meter-Spezialist Andreas Wolter war aber nicht nur der Meistertitel erstrebenswert. Es war auch eine letzte Formüberprüfung vor der Hallen-WM. Beate Schrott schickt sich an, dem großartigen Jahr 2013 ein ebenso bemerkenswertes 2014 folgen zu lassen. In der vergangenen Saison wird sie bei der Hallenweltmeisterschaft in Istanbul über 60 Meter Hürden Siebente und auf der 100 Meter Strecke Freiluft erinnern wir uns gerne an den historischen 8. Finalplatz bei den Olympischen Spielen in London. Auch ihre heurige Saison ist gespickt mit Highlights, zuallererst einmal die Hallenweltmeisterschaft in 2 Wochen in Polen. Sie bleibt in Linz mit 8,21 Sekunden um 500stel über der 60-Meter-Norm, macht aber nichts. Das über 100 Meter Freiluft letztes Jahr so schnell war, dass sie ohnehin qualifiziert ist. Also bei der Hallenweltmeisterschaft fällt es mir sehr schwer, ein Ziel zu formulieren, weil ich derzeit wirklich in keiner bestechenden Form bin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß auch, dass ich die Hallenweltmeisterschaft brauche. Ich brauche wieder ein Großereignis, ich muss wieder reinkommen. Die EM ist für mich nach wie vor der Höhepunkt der Saison für mich. Ich habe da letztes Jahr einen 4. Platz geholt und um eine 100stel Sekunde Bostoner verpasst und ich möchte trotzdem eine Medaille. Ähnliches gilt für 1500 Meter Läufer Andreas Wolter. Er unterbietet sein WM-Limit in Linz bereits zum 2. Mal. Wird in 3 Minuten 40,06 Sekunden gestern Staatsmeister. Damit wird Österreichs Leichtathlet des Jahres 2013 zum 1. Mal in seiner Karriere bei einer Hallenweltmeisterschaft an den Start gehen. Auch dafür war Linz zur rechten Zeit eine probate Bestandsaufnahme. Jetzt habe ich 2 Wochen noch für einen Feinschliff. Und wenn ich dann so eine Leistung bringen kann und auch klug laufe, jetzt nicht taktisch an Schmarrn renne, dann habe ich Möglichkeiten, dort ins Finale zu kommen bei der WM und das muss mein Ziel sein. Wo Licht, da auch Schatten. In einer Saison mit Hallenweltmeisterschaft und Freiluft-Europameisterschaft wünschen sich nämlich alle noch bessere Trainingsmöglichkeiten. Schweden hat zum Beispiel 26 Hallen, die wir verwenden, die dort verwendet werden. Das fehlt uns komplett und es gibt im Sportministerium einen Masterplan, einen Infrastruktur-Masterplan, wo wir guter Dinge sind, auch mit hineinzukommen mit einigen neuen Hallen. Aber wir brauchen auch Trainingsstätten. Es geht nicht nur um Wettkampfhallen wie hier, sondern entsprechende Trainingsstätten wie zum Beispiel die kleine in Schileiten. Sowas bräuchten wir mehrere in Österreich, ansonsten haben wir keine Möglichkeit entsprechend zu trainieren. Der Masterplan für die Athleten beginnt schon in 2 Wochen bei der Hallenweltmeisterschaft im polnischen Sopot.